Hi, grüß euch. Ja, jetzt kommt der nächste Klopper. Tut mir leid, ich kann es euch nicht ersparen. Also, ich lasse euch ja hier mit meinen Videos auf meiner gesamten Irrfahrt mitnehmen. Weil so eine Irrfahrt ist, das wisst ihr vielleicht, ihr kennt das ja noch von Odysseus oder so. Also, wir sind offensichtlich alle ständig auf einer Wanderschaft. Sind wir auch. Wir müssen ja irgendwie aus diesem ganzen Mist hier raus. Aus diesem ganzen Irrgarten hier. Und der nächste Klopper war, dass ich gestern auf einmal dachte, ich verbrenne alles. Also in mir. Ich verbrenne alles in mir. Alles. Und da kommt auch kein Nachsatz mehr. Ich verbrenne alles in mir, was ich nicht leiden kann. Nein, das ist alles in mir verbrannt, was ich nicht ausstehen kann und die ich alle doof finde. Nein, 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 alles. Es wird in mir alles verbrannt. In mir. Mein weißes Licht, mein Licht selbst bleibt allein. Und ein Häufchen Asche. Und das kommt dann in die Kristallenergie hinein. Und das ist jetzt wirklich der Schlüssel dazu. Man kann auch sagen, dass hier bleibt ein Schlüssel noch allein. Mit dem kannst du dann also in eine höhere Sphäre aufsteigen. Und genau um den Aufstieg geht es hier. Ich rede hier ständig davon, wie man aufsteigen kann. Wie man sich den ganzen Mist hier auf der Erde, wie man sich das Ganze hier in Achmötika schenken kann. Und das kann man auch. Es gibt auch einen Weg dahin. Aber keiner hat gesagt, dass das ein Weg ist, der mit Rosenblättern gepflastert ist. Ganz im Gegenteil. Wir haben hier zu viel Ärger gesorgt. Wir haben hier für zu viel Mist angerichtet, als dass wir uns nochmal so ohne weiteres davon freisprechen können und sagen, ach ja, nee, das habe ich alles getan, aber ach Gott, das hat mit mir gar nichts mehr zu tun. Leider Gottes hat es das. Es hat sich in dir verzahnt. Es ist in dir verwachsen. Es hat sich in dir eingefleischt. Und jetzt muss alles muss raus. Aber du kannst es hier einfach an den Seitenweg wegstellen und dann einfach weggehen. Also einfach geht das nicht. Das kommt nämlich so hinterher. Also irgendwie muss ja die Frage geklärt werden, wie können wir das alles loslassen? Wie können wir uns davon lösen? Indem wir es in uns verbrennen. In uns. Ich rede da nicht davon, dass du die nächste Fackel nimmst und dein Nachbars Haus anzündest. Es geht um was ganz anderes. Tätest du nämlich das, dass du irgendjemanden anzündest oder irgendein Haus anzündest, ja, dann wärst du früher oder später dermaßen in der Patsche, dass du da echt lange nicht mehr rauskommst. Man kann auch sagen, es hat mal jemand, ich habe das früher getan, dann habe ich es aufgeschrieben, habe das dann verbrannt. Aber dann dachte ich daran, dass Hesse mal gesagt hat, wo man Bücher verbrennt oder wo man Schriften verbrennt, verbrennt man eines Tages auch Menschen. Also es geht nicht darum, dass du etwas aktiv verbrennst. Es geht darum, dass du das in dir selbst auflöst. Und hier kommt das Elegante an der Sache. Denn das ist jetzt wirklich ein Kunstschritt. Und ich hoffe, dass du jetzt dem folgen kannst, was ich sage. Es ist gut, wenn du es kannst. Wenn du in Gedanken alles verbrennst, alles vernichtest, alles löscht, wie auf einer Daten, wie auf der Software, auf irgendeiner Diskette oder was, alles löscht, dann schreitest du anschließend nicht mehr zur Tat, weil das bereits verbrannt ist. Das Ganze ist ein geistiger, gedanklicher Prozess. Und wenn dein geistiger, gedanklicher Prozess dafür sorgt, dass die Umstände, die dich so verärgern, nicht mehr da sein können, ja, dann sind sie auch im Materiellen nicht mehr zu finden. Ich weiß nicht, ob du dem folgen kannst. Ich weiß es nicht. Es ist auch eine Frage von Weiterdenken und um die Ecke denken können. Das ist für dich, man kann, also ich sage ja immer, bring alles in die Kristallenergie. Das ist ein gedanklicher Prozess. Kristallenergie lässt sich in unseren Laboren natürlich nicht wirklich messen. Aber wenn ein gedanklicher Prozess in Gang kommt, dergestalt, dass du alles in die Kristallenergie bringst, dann musst du dir vergegenwärtigen, dass die Kristallenergie, dass es dort sehr heiß ist. Sehr heiß. So heiß, dass du es wahrscheinlich gar nicht mal richtig messen können. Und jetzt kannst du dir gerne mal, da wir immer so gerne von Gleichnissen reden, und Goethe hat einmal gesagt, alles Vergängliche ist nur ein Gleichnis, ja, dann fangen wir auch an. Wir fühlen uns bei Temperaturen bei, sagen wir mal, 25 bis 30 Grad richtig wohl. Da fühlen wir uns pudelwohl drin. Das finden wir klasse. Wir können uns auch mit ein paar Temperaturen arrangieren, bei 15, 16 Grad kriegen wir auch hin. Wir halten auch Temperaturen bei 45, 50 Grad halten wir dann irgendwie aus. Aber wir leiden darunter, wir mögen es nicht. Aber bei 30 Grad fühlen wir uns eigentlich richtig wohl.
Der absolute Nullpunkt, 0 Kelvin also, das ist glaube ich bei 260 Grad oder 280 Grad minus. Ist das so, ne? Minus 280 Grad ist der absolute Nullpunkt. Oder minus 283 Grad, gut, okay, 83 Grad. Da ist wirklich nichts mehr. Ab diesem, aber bei, ich glaube, minus 200, minus 282, minus 283 Grad ist absolut nichts mehr. Keine Bewegung mehr. Alles steht stocksteif da. Wir fühlen uns wohl bei 30 Grad. Das ist nicht allzu weit von minus 282 Grad entfernt. Wenn man mal bedenkt, wie viele Millionen, Milliarden Tonnen heiß es werden kann. Das kann so heiß werden, dass unsere Messgeräte dafür nicht ausreichen. Und wir fühlen uns wohl bei 30 Grad und halten uns für die Krone der Schöpfung. Ich glaube, wir sind wahnsinnig gewesen. Na, das waren wir auch. Aber das Problem war nicht, dass wir wahnsinnig gewesen sind. Das Problem ist, dass wir nicht begriffen haben, worin unser Beitrag eigentlich im Leben ganz genau besteht. Dein Beitrag im Leben, wie für jeden anderen Menschen auch, das gilt für mich, das gilt für alle anderen auch, besteht darin, alles in dir zu verbrennen, was Kummer und Leid verursacht. Die absolute Hölle ist ein Zustand, in dem du nichts mehr bewegen kannst. In dem du wirklich nichts machen kannst. Das wäre ein Zustand bei, sagen wir mal, minus 282 Grad, wo sich nichts mehr bewegt. Ich denke, wir können uns das ohne weiteres so vorstellen. Wenn ich das alles in Konstantin bringe, dann verbringe ich eine gedankliche Leistung. Und was für eine? Es setzt einen geistigen Prozess in Gang. Nämlich den, dass du unweigerlich alles, was dich nervt, alles, was dich ärgert, alles, was dich stört, nicht weiter bekrittelst, nicht weiter diskutierst, nicht weiter thematisierst, im sozialen Objektträger machst und ja, wolltest immer mit dir herumzuschleppen, sondern in dir schlicht und einfach auflöst. Das geht aber nur, wenn du das innerlich verbrennst. Das muss innerlich verschwinden. Ich weiß ja nicht, geht es jetzt nur mir so oder fällt uns allen dabei das Fegefeuer ein? Es fällt wahrscheinlich sehr vielen ein dabei. Und das Fegefeuer, das ist keine Erfindung aus dem Mittelalter. Das Fegefeuer ist das, was wir gerade alle erleben. Wir leiden und uns wissen warum. Und dann kommen wir auf die Idee, alle anderen dafür verantwortlich zu machen. Dabei sind die anderen doch nur ein Anzeiger von etwas. Ich meine, es zeigt mir nur etwas. Wenn ich mich über das Unverständnis, die Dummheit anderer Menschen aufrege und ich rege mich über Dummheit auf, dann weiß ich aber auch sofort zwei Dinge. Ich weiß A, dass es eine Dummheit ist, die sich in mir widerspiegelt. Und wenn sie sich in mir widerspiegelt, muss ich also drin sein. Also dann muss es was mit mir zu tun haben. Und dann weiß ich auch, und das ist das Zweite, dass ich etwas tun muss. Nämlich es in mir verbrennen. Und ich gebe zu, dass es ein sehr drastischer Satz ist, aber einer, der mir sehr, sehr klar ist und mir sehr einleuchtet. Und wenn ich sage, ich habe es in mir verbrannt, dann ist es so, als hätte ich es nie gekannt. Und solange ich das noch von mir her sagen muss und solange ich das noch immer denken muss, Ruhe da hinten. Es gab eine Zeit, da war ich sofort ans Telefon gedartet. Ne? Aber nee, jetzt egal, alles wurscht. Solange ich das also noch thematisiere, es ist ja alles in mir verbrannt. Ja, so lange ist es irgendwie noch präsent. Aber das darf es nicht sein. Es darf es absolut nicht sein. Es ist so, als hätte ich es nie gekannt. Als hätte ich dazu gar keinen Bezug mehr. Aber wenn ich zu etwas keinen Bezug mehr habe, wenn ich zu etwas gar nicht mehr kenne, ja, wie soll es denn dann in meinem Leben da sein? Das ist dieses, siehst du mich noch, Taktik. Ich gebe es zu. Aber diese siehst du mich noch Taktik hat etwas zur Folge. Wenn ich die Augen schließe und dann zu jemandem sage, siehst du mich noch, dann weiß ich natürlich innerlich, er ist noch irgendwie da. Und ich spüre es auch. Aber wenn ich ihn wirklich nicht mehr wahrnehmen kann, ja, dann ist er auch nicht mehr da. Und dann bin ich auch nicht mehr da, wo er noch ist. Von Heinz Rudolf Kunze in den 80er Jahren gab es so einen Mega-Hit, Dein ist mein ganzes Herz. Und
Da gab es eine Textzeile, ich weiß nicht, ob der Mann gewusst hat, was er da geschrieben hat. Wo du nicht bist, kann ich nicht sein. Ja, sag mal, dämmert es jetzt allmählich mal? Wo denn, wo alles andere ist, was euer Sinn verdunkelt, was euer Leben erschwert, wo euer Leben belastet wird bis zum geht nicht was, da kannst du gar nicht sein. Da quälst du dich nur. Da quälst du dich nur, da jammerst du nur, da klagst du. Und was tust du, während du jammerst, klagst und dich beschwerst? Du leidest. Aber ohne was Sinnvolles dabei zu tun. Sinnvoll wäre es, jetzt alles in sich zu verbrennen. Und ich sag's noch einmal. Das heißt nicht, dass du jemanden drohst. Und du sollst ihm nicht auch, und du sollst weder dir noch sonst jemand das Haus anzünden. Es geht nicht darum, dass du einen Benzinkanister über dich ausleerst. Ein Benzinkanister über dich ausleerst und dich dann anzündest. Das ist damit nicht gemeint. Das hat nur Schmerzen zur Folge und eine Menge Aufregung. Nein, das lass mal schön bleiben. Es geht nicht darum, dass du in der Tat etwas verbrennst. Es macht die Tat, das Handeln, absolut ineffektiv. Du brauchst nicht mehr zu handeln, jetzt nicht mehr. Löse das in dir selbst auf, damit du das, was du tust, was du tun kannst, damit du damit keine Verwirrung mehr zur Folge hat. Dass es keine Verwirrung mehr zur Folge hat. Das ist eine geistige Tätigkeit. Und was für eine? Das ist auch eine geistige Anstrengung. Und dazu brauchst du etwas. Mut. Dazu brauchst du großen Mut. Aber wenn ich ehrlich sein soll, was ich hier so beobachte, ist, was ich in mir unbedingt auflösen muss, ist, dass ich beobachte, euer Mut reicht gerade mal, aus der zweiten oder dritten Reihe, Leute zu beschimpfen. Das geht schief. Die Beschimpfung, die Schmähung, das Verhöhnen, das Verlachen, eure Lust, andere zu quälen, und sei es auch nur mit Worten oder sei es auch nur in Wortgefechten, spricht geradezu für eure Dummheit. Oder spricht für deren Dummheit. Entschuldigt bitte, ich wollte euch nicht zu nahe treten. Aber es spricht für deren Dummheit. Ja. Nur Dummheit ist mit Eitelkeit verwandt und mit Bösartigkeit eng verwandt. Wo Dummheit ist, ist die Eitelkeit nicht weit. Und wo die Eitelkeit ist, ist auch die Bösartigkeit nicht weit. Man beginnt sofort, andere um irgendwas zu beneiden. Man beginnt sofort, andere für irgendetwas, in irgendwas nicht nur zu neiden, sondern auch darauf zu schielen, man will es selber haben und kommt auf die Idee, es einer wegzunehmen. Und, ach Gott, alles nur Quatsch. Und das könntet ihr alles in euch auflösen. Ihr könntet es. Wenn ihr nicht rasend damit beschäftigt werdet, alle anderen zu verurteilen. Und jetzt sind wir mal bei unserem Lieblingsfreund Jesus Christus von Nazareth. Auch er hatte diese Aufgabe, in sich etwas aufzulösen. Aber er hat eine große Aufgabe übernommen. Er hat die Aufgabe übernommen, es anderen Menschen so deutlich wie möglich zu sagen. Und dabei macht er einen Fehler. Er heilt zigtausend Menschen, aber es blieb in ihm stecken. Und ich möchte wetten, dass seine Mutter ihm genau das sagen wollte. Sie hat dreimal versucht, mit ihm Kontakt aufzunehmen. Dreimal. Und dreimal hat er sie abgewiesen. Das sollte man nicht tun. Man sollte nicht gerade ausgerechnet den Menschen abweisen, dem man seine ganzen Weisheitslehren verdankt hat. Denn ich möchte wetten, dass Maria von Nazareth Jesus all das beigebracht hat, was er später auch so weitergegeben hat. Und die war wahrscheinlich dann heilfroh, dass ihr Sprössling das halbwegs begriffen hat. Denn eines ist sicher. Das erste Wunder, das werde ich nie vergessen, besteht darin, Wasser in Wein zu verwandeln. Was wäre denn passiert, wenn er schiefgegangen wäre? Nichts. Es wäre blöd gewesen für die Hochzeitsgäste, hätten sie ihm doch Wasser getrunken. Aber es wäre keine Katastrophe gewesen. Aber es war klar, dass man Jesus jetzt auf die Menschen loslassen konnte. Und das hat man dann ja auch. Ja, man hat es getan. Und hat ja auch geklappt soweit. Aber, und er hat es ja auch begriffen. Ich meine, Jesus hat uns wirklich gelehrt, bis zum geht nicht was. Und er hat auch etwas anderes gesagt.
Er hat gesagt, nur noch eine kleine Weile, dann bin ich wieder bei euch. Nehmen wir mal an, er hat die Kristallenergie gemeint und nicht seine eigene Person. Was bedeutet das jetzt für uns? Na, eine Menge und eine ganze Menge sogar. Ich rede andauernd davon, dass du deine ganzen Sorgen, Nöte, was weiß ich, was in die Kristallenergie bringen kannst. Aber es geht eben auch darum, dass du nicht die ganzen Körper in die Kristallenergie bringen kannst, sondern ganz einfach, dass du es innerlich vorher irgendwie verkleinern musst. Verkleinern, verhackstücken, auf ein Minimum reduzieren musst. Und wie geht das am besten? Na, da fällt mir echt nur noch das Wasser, Alter, das Feuer ein. Na, Wasser weicht es auf, aber komm, mach Nägel mit Köpfen, verbrennen sie dir. Dein Denken wird wirklich weißes Feuer. In dem einfach alles verbrennt, was dir jemals Kummer gemacht hat. Das geht nicht ohne einige unangenehme Minuten ab. Das ist richtig, aber was hatte der Jesus nun genau gesagt? Nur noch eine kleine Weile. Die kleine Weile ist dein Leben. Du musst zugeben, dass 70, 80 Jahre gemessen an einer nie endenden Ewigkeit, darum ist ja ewig, eine relativ kurze Zeitspanne ist. Und ich hatte doch gesagt, das ist ein Leben hier, ist ein Übergang. Ja, klar, es ist ein Übergang. Ein Übergang, der die Tür öffnet für eine höhere Sphäre. Und dafür hast du auch den Schlüssel. Du hast den Schlüssel dazu, diese Tür zu öffnen. Sofern du ihn in diesem ganzen Gewühl, was dein Leben ist, wiederfindest. Und da wirst du wohl nachgucken müssen unter diesem ganzen Gefühl. Aber wenn du sowieso schon dabei bist, dann nachzugucken, dann kannst du es auch genauso verbrennen. Was ist noch damit? Tja, gute Frage. Nächste Frage. Ist ja was du dich fragen musst. Was willst du überhaupt? Und bevor du jetzt auf die Dinge gegangen kommst, ach Mensch, ja, aber wieso? Das ist doch noch gut und man kann es vielleicht auch auftragen und was weiß ich was. Sekunde mal. Dein Herz darf nicht mehr dranhängen. Also es ist völlig klar, dass du nicht alles aber mal wegschmeißt, was willst du denn morgen anziehen? Also nee, also so einfach sorgen. Ich habe ein paar Sachen, das du schon behalten können. Und das sollst du ja auch. Aber denke bitte daran, dass dein Herz da nicht dran hängt. Letztendlich muss es dir völlig egal sein. Ob es da ist oder nicht, spielt keine Rolle. Alles, was dich befreit, das erkennst du daran, das kannst du jetzt vielleicht nachprüfen, befreien tut dich alles das, was dein Herz leichter macht. So wie der noch drängt, oh Gott, was ist denn, wenn das hier, und was ist denn, wenn das nie wieder ist, oder was ist irgendwie so etwas, wenn da noch solche Gedanken dranhängen, vergiss es, schmeiß es ins Feuer. Du brauchst es nicht. Deshalb kannst du dann dein Geld ja behalten, wenn du solltest du ein sehr gut gefülltes Bankkonto haben, zum Beispiel. Beneidenswert. Aber deshalb brauchst du nicht das ganze, dein letztes Hemd wegzugeben. Wozu denn? Behalt's doch. Geld macht das Leben leichter. Wer hat's nicht gern? Klar. Aber hänge nicht dein Leben, dann hänge da nicht dein Herz dran. Und versuche nicht, daraus noch immer mehr und immer mehr zu machen. Es wird da sowieso mehr. Was riss du dich denn so auf? Du wirst alles kriegen, was du brauchst. Und wenn dazu auch eine Menge Geld gehört, dann hast du auch eine Menge Geld. Aber häng dein Herz nicht dran und geh damit nicht über Leichen, um es zu bekommen. Ich denke, das ist mittlerweile, ja, doch, ich denke, das kann man begreifen. Noch einmal, alles in die Kristallenergie zu bringen, ist ein wirklich hochgeistiger Prozess. Ein hochgeistiger Prozess, in dem sich alles, was dich nervt, was dich ärgert, was dich zu einem höhnischen, verächtlichen, spöttischen, ekelhaften, geradezu abscheulichen Menschen gemacht hat, in dem das alles verbrennt. Und übrig bleibt in der Tat nur noch dein weißes Licht. Und ein Häufchen Asche. Und dieses Häufchen Asche, da kannst du in die Kristallenergie bringen. Es ist merkwürdig. Kristallenergie ist immer etwas, was wir sowieso alle haben. Denn wir leben ja damit. Wir leben davon, wir leben damit. Wir leben davon, wir leben damit. Es ist merkwürdig. Wir könnten uns alle nicht bewegen. Wir wären alle nicht am Leben. Ohne die Kristallenergie. Denn Kristallenergie ist das Lebenselixier. Es ist das Elixier, was du brauchst, damit dein Körper sich überhaupt bewegen kann. Damit du dich überhaupt bewegen kannst. Das ist Kristallenergie. Es ist merkwürdig, wie viele Menschen davon trinken, aber keiner auf die Idee kommt, was man wohl tut, um diese Quelle am Leben zu erhalten.
Ich meine, wenn ich immer nur etwas trinke und trinke, ist es irgendwann leer. Dann ist irgendwann auch die Quelle ausgehöhlt, weil sie versiegt irgendwann. Denn sie muss versiegen, wenn wir nicht in der Lage sind, die Quelle lebendig zu halten. Und wir halten sie lebendig, wenn wir anfangen, Kristallenergie zu lieben. Es ist die Quelle des Lebens. Die Quelle, die aus sich selber entspringt. Die umso reichlicher fließt, je mehr man aus sie trinkt. Aber wenn man nicht sie andauernd mit Sorgen, Nöten und Elend und Wut und Zorn und auch wirklich gemeiner Gehässigkeit und was weiß ich was alles überlatscher, dann hört die auf zu sprudeln. Und ich denke doch, dass das, also das war jedenfalls mein Ziel, dass ich gesagt habe, es ist mein Ziel, die Quelle des Lebens am lebendig zu halten, sie sprudeln zu lassen. Und ich denke doch, dass das etwas ist, diese Entscheidung kann jeder für sich treffen. Es ist nicht zwingend notwendig, dass du das hier tust, wenn du dazu keine Lust hast, oder wenn das für dich hier, was ich hier sage, so zu hoch ist, sagst, nee, das ist ja alles so Quatsch und was weiß ich was alles, ja gut, dann guck dir das nicht mehr an. Aber spare dir gehässige Kommentare. Es ist nicht nötig, dass du die Tür noch mehr zuknallst, als du sowieso schon getan hast. Der Rückweg ist schreckbar weit. Das ist für alle weit. Und der ist für alle weit. Der ist für alle weit. Sonst wären wir ja nicht in diesem Gefilden drin. Gut, dann ist er weit. Ja und? Denn dann gehen wir, wenn wir da rausgegangen sind, als wir da rausgegangen sind, kommen wir auch wieder rein. Es ist noch ziemlich weit davon entfernt. Unser Rückweg ist so weit. Und jetzt sorge um Himmels Willen für ein Geleit. Und dein Dual ist eins davon. Ich habe, aus welchen Gründen auch immer, ich kam gestern über auf einen Spielfilm, wo es darum ging, dass jemand mit einem Toten redete und dieser Tote sagte, der ist dann vor ein paar Jahren gestorben, dann sagte der, ich habe nicht so viel Zeit, ich habe nicht mehr so viel Energie. Und dann dachte ich, also machte ich das erste Ding erstmal wieder aus und dann dachte ich mal, was meint er damit? Ja, was wird er damit wohl gemeint haben? Wenn ein jenseitiges Wesen, ein Lichtwesen also, mit dir reden will, dann muss er eine Menge von dir aushalten. Die Angst, auch die Wut, wenn irgendwas da ist, was man gar nicht haben will, was dein Licht dir automatisch verdunkelt, deine Energie verdunkelt. Und jetzt braucht der sehr viel Energie selber, um das überhaupt erstmal auszuhalten und trotzdem versucht noch mit und dort noch mit dir reden kann. Das ist kein Kinderspiel. Für die jenseitige Welt auf gar keinen Fall mit dir in Kontakt zu treten, das ist gar nicht so einfach. Je mehr Wut, je mehr Zorn, je mehr Kummer, je mehr Leid du in deinem Leben hast, desto schwieriger ist es, mit dir zu reden. Ist dir schon mal aufgefallen, dass du die jenseitige Hilfe gerade dann nicht mehr, gerade dann nicht bekommst, wenn du sie am dringendsten brauchst? Ja, dann hast du aber auch alles, dann ist aber auch der Zugang zu dir verdammt erschwert. Und das wird nicht besser, wenn du nicht alles in dir auflöst. Das ist ein Willensakt, das ist eine Entscheidung von dir. Wieso müsst ihr eigentlich immer alle auf gebratene Tauben warten, die euch im Mund fliegen? Komischerweise ist das ja auch so. Das ist dieser Jungbrunnen, von dem wir alle sagen, dass es den nicht gibt. Wieso gibt es den nicht? Natürlich gibt es den. Den Jungbrunnen, aber natürlich, den gibt es schon. Das ist eine so hohe Energie, dass sich alles erneuert, kaum dass es überhaupt da ist. Das wird frei, klar wird das frei. Die ganzen Sorgen, Ängste, was weiß ich, was jetzt geht weg. Aber dazu müsstest du es in dir auch innerlich verbrennen. Das heißt, du darfst gar nicht mehr auf die Idee kommen, dass es das überhaupt geben könnte. Schwer. In einem Land, in dem sich alle über die Verhaltensweisen der anderen das Maul zerreißen. Aber wieso nimmst du die überhaupt noch wahr? Siehst du? Drum. Ich habe das gestern auch gesehen. Ich habe den Umzug, ich habe den Mottowagen gesehen, was weiß ich, was alles. Und ich habe den auch gut gefunden. Ich finde diesen Jacques Tilly auch wirklich toll. Er war wirklich sehr kunstfertig mit seinem Mottowagen und alles. Aber mir ist aufgefallen, dass wenn wir uns andauernd noch darüber aufregen, was es hier alles in der Welt gibt und was wir hier alles haben. Und was wir alles vorfinden, wie schrecklich das alles ist. Ja, dann sagen wir nicht mehr, nicht weniger, dass wir das nicht aufgelöst haben. Und das ist unsere Aufgabe,
Verstehe es doch endlich. Das ist auch meine Aufgabe. Und ich habe Gott sei Dank nur die Aufgaben aufzulösen oder nur das, die Schwere aufzulösen, die sich in meinem Leben so angesammelt hat. Und das war nicht gerade wenig. Wirklich nicht. Ich habe mich schon so oft darüber beschwert. Ach Gott, meine Startbedingungen waren ja auch so schlecht. Und das waren sie ja auch. Klar waren sie das und furchtbar. Äußerlich sah das alles toll aus, aber innerlich, oh Gott. Also mit anderen Worten, das muss ich auflösen. Okay. Begriffen. Verstanden. Ich bringe alles in die Kristallenergie. Einverstanden. Ja, aber jetzt steht dann ein Türwächter vor, kommt noch einer und sagt, ja, da mal, alles gut und schön, aber erstmal verbrennst du das alles. Und dann kannst du mit dem Aschepöttchen da, kannst du ankommen, das kannst du in Kristallenergie bringen. Oh, ey, das ist gemein. Nee, das ist der Werdegang. Warum? Ach komm, jetzt sei nicht so, hab dich nicht so. Ich fange ja echt an zu diskutieren. Ach, jetzt hab dich nicht so. Nee. Du kannst es deshalb nicht gleich im ganzen Satz sozusagen in die Kristallenergie bringen, weil dein Geist da noch dran hängt. Und es ärgerte doch gerade, das ist eine geistige Anstrengung, das zu tun. Wenn ich immer noch, praktisch, wenn du mich da aus dem Schlaf prügeln könntest und mich dann sofort fragst, was war denn damals, als du 16 Jahre alt warst oder 21 Jahre alt warst oder sonst irgendwas, und ich könnte doch genau aufzählen, die gemein doch alles war, ja, dann habe ich es nicht aufgelöst. Okay. Was heißt das jetzt? Komm. Innerlich alles verbrennen. Innerlich. Wage es nicht, einem anderen Menschen das Haus anzuzünden. Wage es nicht. Hesse hat einmal gesagt, wenn man Bücher verbrennt, verbrennt man eines Tages auch Menschen. Und wir wissen aus leidvoller Erfahrung, dass das auch stimmt. Ich meine, es ist ja nun gerade mal 80 Jahre her. Aber deshalb brauchst du hier nicht irgendwie anfangen, die Zettelchen zu nehmen und die dann zu verbrennen. Kannst du auch machen. Das ist eine schöne, ja gut, okay, manifestiert sich dann so ein bisschen. Aber jetzt vergegenwärtige dir etwas. Wenn es verbrannt ist, ist es weg. Und dann wird kein Wort mehr darüber verloren. Und dazu musst du dich erziehen, zu so einem Menschen musst du dich erziehen, damit die anderen dich nicht mehr verfolgen können. Und damit du auch nicht mehr gefährdet bist. Es hält dir die Gefährdung vom Leib. Vorausgesetzt, du fängst dich an, sie alle zu beschimpfen. Kristallenergie ist in der Tat eine sehr geistige Kraft, die innerlich in deinem Geist sehr viel und in deinen Gedanken sehr viel bewegt und sehr viel bewegen wird, noch viel mehr bewegen wird. Du kannst sie vielleicht hier nicht gerade messen, aber ihre Auswirkungen sind in der Materie sofort sichtbar. Und meines Wissens wollt ihr die ganzen Mist, die mit dem euch so rumplagt, auch loswerden. Ja gut, dann verbrennt es. Innerlich. Geistig. Nur geistig. Normalerweise sagen wir, und das ist ja auch vollkommen richtig, also aus Gedanken werden Worte, aus Worten werden Taten und Taten werden unser Karma und unser Schicksal und so weiter. Es ist ja richtig. Aber wenn unsere Gedanken dazu geführt haben, dass etwas nicht mehr da ist, ja, wie sollen dann da Taten draus werden? Wenn ich gedanklich den und den innerlich in mir verbrannt habe, den Bezug dazu innerlich verbrannt habe, also ich habe nicht den Menschen verbrannt, aber ich habe den Bezug dazu, die Verbindung dazu verbrannt, ja, wie sollte er mich denn dann noch quälen? Wie sollte ich ihn denn dann überhaupt noch wahrnehmen können? Das ist in der Tat eine Manipulation, und zwar von dir ausgehend, die deinen Geist manipuliert, und zwar es gibt ihm die Richtung, die du ihm zu geben wünschst. Ist es nicht besser, dass du das tust als alle anderen? Du kannst es auch lassen. Oh ja, durchaus, du kannst auch den Spiegel lesen. Oh, was wird man dir da für tolle Geschichten erzählen, wo du dich so verharzt, so aufregen kannst. Du kannst auch Fernsehen. Warum denn nicht? Nachrichten und dann noch anschließend zur Entspannung Panorama und dann noch Report aus Mainz und dann noch Report aus München und dann noch all die ganzen Sachen, die dich aber aufklären, wie böse doch diese Welt ist. Und dann kannst du dir noch, um dich dann an etwas zu laben, könntest du dir auch noch die bösen Tricks der Lebensmittelindustrie angucken. Das kannst du dann auch noch machen. Aber ja, aber natürlich, klar. Und dann sehen wir uns auch nochmal den Monitor an, mit einer von selbst mit seinen, so, den triefenden Moderatorin, die genauso blöd ist, wie das, was sie sagt.
Entschuldigung bitte, aber hier geht der Gold mit mir durch. Das habe ich noch nicht verbrannt. Kommt noch nächste Woche. Voll dafür macht mir das doch Spaß, mit aufzuregen. Ich will damit sagen, dass euer Gehirn so verwässert wird, mit Informationen vollgestopft wird, dass ihr gar nicht mehr auf den Gedanken kommt, euch selbst zu befreien. Und das ist eine Gefahr. Guckt euch da die Kommentare auf Facebook und Twitter und was weiß ich was alles an. Guckt es euch doch an. Und dann schaut mal, was aus euch geworden ist. Ihr seid denkende Wesen, ihr könnt in Freiheit denken, ihr könnt in Glück und Freude und Harmonie leben. Könnt ihr alles. Aber nein, ihr regt euch noch über diesen ganzen anderen Mist auf. Okay, den Film des Lebens Brian haben jetzt vielleicht nicht alle so auf der Pfanne wie ich. Ich habe den, glaube ich, 100 Mal gesehen. Also das ist ja auch wirklich klasse. Sollte jemals wiedergeboren werden, dann werde ich wahrscheinlich einer von denen, die an diesem Drehbuch mitschreiben, weil ich kenne das mittlerweile so gut, das habe ich aus dem FF. Und dann gibt es diese Szene ganz zum Schluss, wo Brian dann gekreuzigt wird und am Kreuz hängt und dann kommen da die Römer, sind da so 40, 50 Leute da, und dann kommen da die Römer und sagen, wo ist Brian von Nazareth? Ich habe Befehl, ihn freizulassen. Und Brian hört das gar nicht richtig, weil er damit beschäftigt ist, die anderen zu beschimpfen. Und dann, ihr Schweine, ihr müsst sagen, was weiß ich was alles. Und während der das so schreit, sagt dann einer, ich bin Brian von Nazareth. Und dann wird der andere befreit und ich aber Brian. Also wisst ihr, das könntet ihr sein. Ihr habt die Befreiung vor Augen, aber ihr seid damit zu beschäftigt, die anderen anzublaffen. Und so wird ein anderer dann frei, der nämlich klug genug ist, nicht alle anderen anzuschnauzen, sondern sich auf sie zu besinnen und sagt, okay, komm frei. Dazu kommt noch was anderes, Dazu kommt doch genau was anderes. Was ich sage, ist mitleidlos und erbarmungslos. Tja, das mag ja sein. Aber das Leben ist erbarmungslos. Noch nie aufgefallen? Es ist so gnadenlos. Wenn du mit etwas einen Bezug hast, wenn du mit etwas in Verbindung stehst, dann bist du dran. Dann hängst du am Galgen so gut wie die anderen. Punkt. Aus Ende Schlusspasse. Ende der Debatte. Ja. Aber ich habe das doch nur gut gemeint. Mein liebes Kind, die Hölle ist gepflastert mit Leuten, die es gut gemeint haben. Es mangelte nur etwas an Taten. Und was ich sagte, ist erbarmungslos. Wusstest du, dass in China Mitgefühl und Mitleid als Sünde gilt? Das kann ich mir auch gut vorstellen. Und zwar deshalb, weil es macht den Menschen so Spaß, so voller Mitleid zu sein. Ne? Ach, man hat doch so gerne mit den Leuten Mitleid. Und setzt dann die Menschen, mit denen man Mitleid gehabt hat, in eine blöde Patsche. Man tut sich so gut, wenn man anderen Menschen geholfen hat. Ja, du kannst ja sehen, was dabei rausgekommen ist. Ich habe gestern, oder was vorvorgestern, keine Ahnung, da habe ich einen Menschen gesehen, ich fange anders an, ich mache es mal so. Wenn ich Mr. und Mrs. Sauertopf persönlich sehe, die da Coachings sind, die dann sagen, ich kann dich coachen, dann weiß ich genau, um wen ich einen großen Bogen mache. Um Mr. und Mrs. Sauertopf. Die nie gelernt haben, alles in sich selbst aufzulösen. Aber ich mag Menschen nicht, die es nicht gelernt haben, den ganzen Kummer, den ganzen Ärger, das ganze Elend in sich selber aufzulösen. Und wenn es notwendig ist, ist es auch notwendig, in sich zu verbrennen. Sodass zum Schluss nur noch Asche übrig bleibt und das kann man ja auch leicht verbrennen, kann man leicht verwehen. Und dann ist es ja kein Hindernis mehr. Also ich halte die Vorgehensweise für weiß Gott intelligenter, als dass wir aufeinander einprügeln. Ich wünsche dir dabei wirklich sehr viel Gutes und alles Gute so und viel Kraft dazu. Und sage dir auch von vornherein, das ist nicht gerade leicht. Also das alles in sich aufzulösen. Also das tut manchmal weh. Und wie? Ja, aber wir haben schon mal was vom Fegefeuer gehört. Ne? Und das soll ja so ein Fegefeuer selbstverständlich sehr gemütlich sein. Wie man es nimmt. Also eines ist sicher. Ich kann einen anderen Menschen nicht retten. Darum bin ich auch so mitleid- und erbarmungslos. Ich kann, wenn irgendjemand meine Hilfe braucht, dann helfe ich ihm wahrscheinlich. Aber es ist eben auch so, dass ich eben leicht das kommt so hinterher. Also gut, ich kann dir helfen und wenn du gerne Geld brauchst oder so, ich habe gerade 1 Euro übrig, dann kann er dir 1 Euro auch kriegen. Aber ich sage dir eins, damit du übernächste Woche nicht auch noch hier stehen musst und zu betteln, sage ich dir auch, bring alles in die Kristallenergie und vorher verbrenne in dir alles. Wenn er das nicht verstehen kann, ist es Pech. PECH. Ende der Durchsage. Tough love.
Ich bin bei sowas erbarmungslos. Und ich habe auch kein Erbarmen mit mir, wenn ich darunter leiden sollte. Und ich leide darunter. Die Kopfschmerzen, die waren irre. Und ich sagte, der Körper, ja, bei aller Liebe, der erzählt öfters ein Lied hier. Ich hoffe, dass du die Chupsa hast, dass du diesen Mut aufbringst. Denn du brauchst dafür sehr viel Mut. Wenn dein Mut nur dazu ausreicht, dass du alle anderen beschimpfst, dann hast du ein echtes Problem. In Christian Ehring, also in dessen Haut möchte ich jetzt wirklich nicht stecken. Aber ist auch egal jetzt. Also es gibt noch mehrere, die man aufzählen könnte und ich bin es auch ehrlich gesagt leid. Also die ganze Truppe da, die ist mir sowas von suspekt. Es gibt Menschen, die haben ein Elend, die haben sich ein elendschlechtes Karma aufgeladen. Ein schlechtes Karma, Karma heißt die zweite als Wirkung. Aber damit das auch gerecht zugeht, ist auch wirklich nur jeder für sich selbst verantwortlich. Das gilt auch für einen Adolf Hitler. Und wenn ihr die Wände hochgeht vor lauter Zorn. Was weißt du denn nicht, was der da alles getan hat und so. Ich weiß zunächst einmal, wer alles getan hat, wer da hinterher gerannt ist. Das weiß ich. Und dann frage ich dich, warum wohl? Und wäre das denn heute anders? Nicht bei diesem Geschrei. Das spielt doch gar keine Rolle, welche Etikette du ihm gibst. Ja, wieso? Ich bin doch keine AfD-Wählerin. Ich frage doch, ich war noch immer so bei der AfD. Himmel, Donnerwetter nochmal, wieso nimmst du diesen Quatsch überhaupt noch wahr? Oh, ja, oh. Tut mir leid, aber ich bin, was das angeht, erbarmungslos und meines Wissens ist das Leben es auch. Und ich habe so ernst, wie ich mit euch rede, jetzt, ich sage ja, ich lege noch eine Schippe drauf. So ernst redet doch das Leben mit mir. Und jetzt fällt mir ein, so Grimms Märchen, wie könnte es anders sein? Was sollte denn der Kerl aus dem des Teufels rufsiger Bruder? Kennst du das Märchen? Ah, dann lese es, google es, wenn du kein Märchenbuch hast. Es ist ein interessantes Märchen. Also er kommt jemand in die Hölle, also es ist abgewrackt, abgerissen, er weiß nicht mehr, was er tun soll, da kommt der Teufel zu ihm. Okay, und der kann sich bei mir verdingen. Und der junge Mann weiß nicht, was er machen soll, also tut das. Er hat eigentlich eine leichte Aufgabe. Er muss nicht mehr machen, als das Feuer schüren und die Asche aufkehren. Dann muss der Teufel weg und dann sagt er, du, hier, gucke nicht in die Kessel, schüre nur das Feuer und dann ficke die im Boden wieder rein. Ja, der Geselle macht das. Aber wie das eben so ist, also wer wäre nicht so? Man guckt doch eben schnell nach. Was ist da wohl drin? Und dann sieht der glaub seinen Obristen oder was sein Vorgesetzter in diesen Dampfkessel da schmoren. Und dann sagt er, hab ich dich. Aha, Deckel wieder zu und er holt ihn nicht aus lauter Mitgefühl raus, ganz im Gegenteil. Er legt noch eine Schippe drauf. Er macht noch ordentlich Feuer da unter dem Kessel. Der Teufel kommt abends nach Hause und dann sagt er, es war dein Glück, dass du noch Feuer unter dem Kessel gemacht hast und den da nicht aus lauter Mitgefühl rausgezogen hast. Also es ist ein Märchen oder es ist eine Geschichte in einer Geschichte und darum erzähle ich sie auch. Also was hätte der Geselle machen können? Lauter Barmherzigkeit, oh Gott, der Arme und das tut mir auch weh und das muss ja leiden bis zum Gehen. Ich weiß, komm, ich halte schnell raus. Das machen wir. Und entschuldige bitte einmal, so sind wir. Guck dir unser Land an. Guck dir Europa an. Was ist denn da? Was haben wir denn hier für Menschen? Lauter Menschen, mit denen ihr so ein Mitgefühl habt. Der Teufel und das Leben generell versteht mir sowas aber keinen Spaß. Wenn du dich zu denen so zugehörig fühlst, dann plumpst du da rein. Ende der Durchsage. Tja, Pech. So, die Geschichte geht weiter. Der Geselle macht jetzt also alles, bleibt 3 Jahre im Dienst des Teufels und jetzt passiert Folgendes. Jetzt nimmt er Abschied oder muss Abschied nehmen und dann gibt ihm der Teufel einen Tornister mit lauter Ruß, lauter Asche. Und jetzt vergehen die Welt raus. Und wenn jemand sagt, wer du bist, dann sage, ich bin des Teufels rußiger Bruder und mein König auch. Und jetzt geht er raus. Er lebt noch 2, 3 Geschichtchen so, die sind jetzt nicht ganz so interessant, jedenfalls nicht für das, was ich hier sage. Und auf einmal öffnet er den Tornister und dann ist aus dieser Asche lauter Gold geworden. Warum? Weil es feingeistiges Gold geworden ist. Er hat alles verbrannt. Er musste doch da beim Teufel immer das Feuer schüren und die Asche aufkehren. Das ist ein Reinigungsprozess.
Und in diesem Reinigungsprozess bist du. Ich halte viel von den Grimms Märchen. Da steht die ganze Weisheit des ganzen Lebens drin, ähnlich wie in der Antike die Mythologie. Das ist genau dasselbe. Wir haben nur verlernt, es zu lesen. Sehr verlernt, es zu lesen. Rokidiko, Blut ist im Schuh. Der Schuh ist zu klein. Die wahre Braut sitzt noch daheim. Mit anderen Worten, die wahre Braut ist dein Bewusstsein. Und wenn dich das Leben drückt, wenn du noch überall so ein bisschen, was immer so ein bisschen quält, es immer ein bisschen wehtut, tja, dann hast du noch nicht, dann hast du noch nicht die richtigen Schuhe an. Das heißt, mit anderen Worten, noch nicht das richtige Bewusstsein. Es muss dein Bewusstsein werden, weißes Licht zu sein. Richtig weißes Licht zu sein. Aber weißes Licht ohne weißes Feuer gibt es nicht. In dem Augenblick, wo dein Licht nicht stark genug ist, alles zu verbrennen, was dein Licht verdunkeln würde, ja, da bleibst du draußen, da plumpst du wieder rein. Nichts ist so gefährlich wie Mitgefühl und zu sagen, oh Gott, die Armen, oh Gott, ja, da musst du ja was tun. Was bedeutet das denn? Das bedeutet, dass du früher oder später in dessen Patsche sitzt. Es sei denn, du machst sie darauf aufmerksam und sagst, okay, pass auf, ich helfe dir, aber dann musst du auch das und das tun. Das heißt, du musst dein Bewusstsein von Not, Elend und so etwas freikriegen. Das heißt, du musst nicht etwas für mich tun, du musst etwas für dich tun. Das ist die Bedingung, die das Leben stellt. Wenn du 100.000 Mal schreist, ich will aber nicht. Ich esse keine Suppe, nein. Ich esse meine Suppe nicht. Nein, meine Suppe esse ich nicht. Doch, du isst sie. Und da gibt es keinen Weg raus. There's no way out. Das musst du schon in dir auflösen. Tja, wer will's hören? Zurzeit noch keiner. Das macht ja auch viel mehr Spaß, auf irgendwelche Töffel da rumzuhacken, ne? Ja. Bist du sehr in der Patsche sitzt? Ach, hab ich doch gestern im Moschelwagen, da einen habe ich gesehen, ich muss es euch doch erzählen. Da wurde doch der, ich weiß nicht mal, wie der Töffel heißt, aber der musste lauter Kröten schlucken. Und das seid ihr. Nur, komischerweise schluckt ihr die Kröten nicht nur, sondern ihr wirkt sie auch aus. Mit anderen Worten, es gibt so ein Märchen, ich weiß aber nicht mal, wie es heißt, werden zwei Mädchen, das eine Mädchen, dem fällt bei jedem Wort, was sie sagt, ein Goldstück aus dem Mund, und ein anderes Mädchen bei jedem Wort, das sie sagt, eine Kröte aus dem Mund. Ja, das seid ihr. Das seid ihr. Entweder fällt euch bei jedem Wort, das ihr sagt, ein Goldstück aus dem Mund, im übertragenen Sinne, oder aber euch fällt eine Kröte aus dem Mund. Je nachdem, wie du denkst. Und wenn du denkst, ich bringe alles, was mich nervt, sofort ins Feuer, ich verbrenne alles, was mich hier nervt, ja, dann hast du es doch. Nur die Übergangszeit ist völlig ungemütlich. Ja, aber was sagte Christus? Nur noch eine kleine Weile. Und die kleine Weile ist dein Leben. Bin ja mal gespannt, wer das hören will. Ich wünsche dir alles, alles Gute. Viel Kraft dazu. Viel Geduld, viel Ausdauer. Und sehr viel Kristallenergie. Und ich sagte doch, das füge ich noch an. Je mehr du in dir verbrennst, je mehr Sorgen du wirklich loslässt, je mehr du in dir unwirksam machst, desto mehr Kristallenergie hast du zur Verfügung. Und umso mehr Kraft hast du auch. Ich wünsche dir alles Gute. In der Kristallenergie sehen wir uns wieder. Bis dann. Tschüss.